Ich hab echt so Angst, hier ist halt so viel los gerade, dass ich hier irgendwie crash. Und das ist nicht cool, wenn das passiert. Vor allem, weil halt hier so Fahrer sind wie Sirotkin oder so, die halt echt viel früher und krasser bremsen als ich oder Vettel. Mann, wo bekomme ich die Anzeige, wann ich an die Box muss? Geht schon in Ordnung. Hier ziehen wir jetzt einfach mal so rein. Oh, hier ist gelbe Runde Flagge. Ups. 14. Damit habe ich nicht 14 bis gerechnet. 31 soll ich an die Box kommen. Das ist ja. Das ist ja sehr genau. Dein Vorderflügel hat etwas abbekommen. Ich glaube, ich gehe wirklich richtig spät Ja, erst an die ja. Box. Wenn du echt nichts voraus, Weil wäre das ich super. auf so wenig verbrauche, dass ich dann auf Hypersoft sogar noch wechseln kann. Ich kann lila Hypersoft, glaube ich, fahren. Aktuelle behalten. Alles klar. Wieso sollte ich früher gehen? Das macht gar keinen Sinn. Auf Hypersoft fahre ich doch viel besser. Weil ich bin nach 12 und bin ich jetzt gerade irgendwie auf 20% oder so. Krass. Also. Komm, komm, Mein komm. gelben Frontflügel will ich auch nicht wechseln, Oh, hier weil waren wenn. schon ein paar in der Box, oder? War da gerade einer? Nee, war nicht, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Hab ich irgendwas wieder gesehen, irgendwelche Geister? War gerade 31 km/h. Ach, ich liebe uns. Ein geiles Rennen, oder Zuschauer? Was sagt ihr? Mal abstimmen. Ja, einmal hält der jemand auf, dann hält der andere jemand auf. Das ist doch super. Bauerpunkte, ey, ohne Witz. Bauerbunge! Opa, Aserbaidschan hätte ich ich eigentlich. stehe auf Boah, der Strecke wirklich. gerade. Was machst du 5 eigentlich Sekunden gerade? Stop and Go. Scheiße, die muss man die machen? Nee, Stop and Go ist. Ah, ne, ja, stimmt. Oder? Nee, das muss man nicht machen. Durchfahrtsstrafe nur, ne? Ja. Und so muss man nicht machen. Ich habe, das war aus Versehen, also was heißt aus Versehen? Ich bin da ein bisschen blöd in die Kurve rein. Alter, die stehen da Ja, gerade ich weiß, alle. ich bin weg. Ich bin jetzt wieder weg. Ich bin da ein bisschen blöd in die Kurve rein und habe dann einfach weiter aufs Gas gedrückt, anstatt zu bremsen, weil ich dachte, ich muss ihn einfach überholen. Und Ich halte seit 100 Runden hier welche auf. dadurch Wann stand ich kommt ihr an der denn mal Wand. dran? Ja, pff. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Oh, ich habe übrigens gar nicht 20%, ich habe 14% gerade auf den Reifen. Ah, die 5 Sekunden, die muss ich noch rausfahren, das ist auch verrückt. Ja, das kannst du. Du Aber musst erst am mich auf Ende jeden Fall machen. Du erinnern musst mit daran. superweichen Reifen Ja. weiterfahren. Aber wenn ich das vergesse, das ist natürlich Nach meinem unpraktisch. Boxenstopp würde ich halt dann auch schnell fahren. Oder was heißt, weiß ich gar nicht. Ich muss ja keine Zeit rausfahren, aber ich will halt irgendwann schon schnell fahren, weil ich halt meinen Boxenstopp will ich schon ins Fenster haben, weil wenn Naja, ich irgendwie. probiere ja ganz so. Oh Gott, hier stehen alle. Weil wenn die anderen an die Box gehen, dann muss ich auch schnell fahren ab dem Moment. Ich kann nicht an denen vorbei, weil gelbe Flagge ist, ne? Das ist gerade so unpraktisch. Hier in dieser einen Scheißkurve, das ist ja Wahnsinn. Ich bin jetzt einfach irgendwie vorbei. Ich bin Achter übrigens. Also nur, du musst doch irgendwie, keine Ahnung. Ja, ab dem Moment, Zwischen wo die 5 an und die 10 Box Runden musst du sie gehen. aufhalten. Ja, ich kann sie nicht unendlich aufhalten. Ja, unendlich ist es ja nicht. Weil ab dem Moment, wenn die an die Box gehen, dann muss ich schnell fahren. Naja, ich Und gehe halt dann auch. eigentlich muss ich dann auch an die Box gehen und dann kann ich. Achtung, Oh Achtung, das nein. aktuelle Safety Car ist Wobei. draußen. Geschwindigkeit Mir ist es verringern, eigentlich positives egal. Delta beibehalten. Für mich ist das nicht so cool gerade. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ekelhaft ist das. Glaube, ich muss halt dann doch auf Rot wechseln. Ja, machen wir alle, glaube ich. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ich habe ein positives Delta von 2,7 Unser Abstand zum gehabt. Auto vor uns beträgt 4,0 Sekunden. Wie gesagt, die werden jetzt fahren, die nächste Runde spätestens, würde ich sagen. Also meine Boxe ist zwischen irgendwie 13 und 16 oder sowas war's, glaube ich. Nur Runde gleich ein. Wie geht das denn? Ich Naja, fahre weil doch da ein seit Mega 100 Crash Jahren war. so Weil langsam. da ein Mega Crash war. Also ich bin jetzt langsam wieder dran, aber
Da kannst du nicht einfach später an die Box gehen oder so als die? Das weiß ich nicht. Ob mir das dann was bringt, ist halt ja eine Frage. Ja, es gehen jetzt welche an die Box. Das heißt, ab jetzt muss ich schnell fahren. Geht nicht noch eine Runde? Nee. Aber dann verliere ich ja Plätze, dann bin ich nicht mehr Erster nach dem Boxenstopp. War jetzt zwei Runden schnell, dann gehe ich an die Box und dann kann ich wieder langsam fahren, wenn ich dann noch mal Erster bin. Also diese Runde und nächste Runde fahre ich schnell. Okay. Wenn ich dann Erster bin, kann ich wieder langsam fahren. Okay. Dann gib Gummi, dass du Erster bist. Weil KI ist einfach zu stark, um da jetzt so krass aufzuholen. Also ich bin zwar nicht schlecht dabei, aber... Darf mein Auto jetzt nur nicht in den schnellen Runden botten. Ja, das hat dir eigentlich auch was gebracht im Endeffekt, weil du hast natürlich dann dadurch schön... Ja, meine Reifen sind eigentlich noch gar nicht abgenutzt, so, ne? Fahren immer noch nicht an die Box, was soll das denn? Also muss ich noch länger draußen bleiben. Ich fahre nächste Runde. Eigentlich hätte ich diese machen müssen, aber... Oh, shit. Gelber Frontflügel wieder. Sehr gut. Reife Leistung. Aber anscheinend feiert der Typ das von meiner Box. Ich werde auf jeden Fall meinen Frontflügel wieder wechseln. Was mir noch mal ein bisschen mehr Zeit kosten wird. Logischerweise. Ah, scheiße. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was ab. Ah, fuck. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Änderung bestätigen. War jetzt an die Box. Jetzt? Schon? Ja. Ich wollte auch muss, Box. Ich habe jetzt einen orangenen Frontflügel. Oh Gott, da bist du nicht fertig, bis ich da bin. Sag mir, wenn du rausfährst. Oder war da? Nee, ich fahre nächste Runde erst. Ja, danke. Ich fahre die jetzt. Ja, die anderen beiden Chaoten fahren immer noch nicht. Mann, ich hatte gehofft, dass sie eigentlich jetzt gehen. Ich fahre jetzt, ich muss meinen Frontflügel auch wechseln. Nur mal was trinken und meine Kamera neu starten. Aber das heißt, dass du richtig nah bei mir dran bist. Ich mach die Strafe jetzt. Ich konnte das ja nicht ausstellen. Gut, meine Strafe ist weg. Boxenstopp. Oh, wir können dich jetzt nicht reinholen, sagt er. Ja, jetzt, ich fahr grad raus wieder. Jetzt habe ich meine 5 Sekunden Strafe abgesetzt. Mann. Es war okay, aber... Damit haben wir unsere Strategie durch. Musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schauen. Okay, ich bin draußen. Und muss jetzt mit denen zu Ende fahren. Platz 10 bin ich übrigens. Hoffentlich fahren die Affen jetzt auch. Wen meinst du denn mit die Affen eigentlich? Hamilton und Ricardo. Ne, die fahren immer noch weiter. Hamilton, Ricardo und Raikön gehen immer noch nicht an die Box. Stroll ist auf Platz 5, der überholt mich jetzt. Ne, der geht an die Box. Ja, Stroll, der muss auf jeden Fall nochmal. Der hat die gleiche Strategie. Alonso ist Platz 5, der ist jetzt. Ja, die müssen mir. Aber nochmal, weil Alter. Die hatten noch nicht. Die hatten dieselbe Strategie wie du und die waren noch nicht. Stimmt. Vettel ist jetzt aber auch vor mir. Vettel ist vor mir, Alter. Was? Ja, gut, der war ungefähr. Ja, da, weil ich so war. Viel. Ja, weil ich ja so viel aufgehalten habe. Wie das Platz 7. Bin statt Ziel. Welchen Platz bist du? 10. Toll. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier erreichen kann.
3,4 Sekunden. Muss jetzt quasi halt wirklich wieder gut fahren, aber die ja, müssen eigentlich vor mir ja noch an. Wir ja, fahren jetzt einfach ja saugut und hoffen, dass die an die Box gehen. Ja, die müssen ja noch an die Box. Naja, nicht unbedingt. Hamilton und ja, so waren ja schon mal. Ja, die waren einmal, aber die werden doch wohl noch häufiger. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir fahren einfach gut und hoffen darauf, dass es klappt. Toll. Ist jetzt 18. Runde und jetzt schon gut fahren, ey. Scheiße. So viele Runden, wie soll ich so viele Runden heil bleiben? Ja, die Frage ist, hätten wir das nicht auch so machen müssen? Ja, doch. Also, nee. Wir hatten eigentlich ja mit unserer Strategie, die komisch war, aber damit hatten wir natürlich Glück. Auf Mischung 2. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt. Jo, scheiße, roter vom Flügel. Wir glauben, dass wir das habe ich nicht gedacht. Das habe ich nicht gedacht, dass der jetzt roter vom Flügel ist. Das war so scheiße. Änderung bestätigen. Muss an die Box. Fuck off, Mann. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin so ein bisschen schneller aufs Gas. Und es hat mich voll weggedreht. Gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Jan muss gut fahren. Und ich muss hoffen. Du kannst die anderen aufhalten. Ja, hinter mir brauche ich jetzt nichts mehr aufhalten. Ja, du musst, wenn die alle an die Box gegangen sind, die aufhalten. Ach, das ist doch scheiße. Ich hasse Monaco dafür. Ich hasse Monaco auch. Oh Gott, boah, da musste ich so abbremsen. Dass ich da. Wie irgendein Spacken, den ich überrunden muss vor mir. Gar nicht Vettel. Ich dachte gerade so, hä, aber. Hä? Okay, ich bin an der Box. Mal wieder. Guten Tag. Oh, geile Geschichte. Bin nochmal da, hi. Für den Slow-Mo wieder, danke. Kein Ding. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, lasst euch Zeit, kein Problem. Losfahren, losfahren! Das Gefühl, ich komme 0,0 Meter an die anderen ran. Ich hab ja nicht mal den Überrunder zu überholen. Okay, ich bin wieder draußen. Und bin Platz 16. Müssen eigentlich an die Box gehen nur. Wie viel hast du nur Abstand? Bin eigentlich so relativ, also 5,7 zum nächsten Platz. Die anderen sind wahrscheinlich so zwischen 20 und 30 Sekunden. Boah. Ich muss ja auch, ja, ja, also die erster Platz und so. Weil da ja ein ganzer Boxenstopp zwischen liegt. Die waren ja direkt hinter mir, als ich in die Box gegangen bin und ich musste ja auf Frontflügel wechseln. So, ich überrunde gleich Platz 19. Wenn er mich denn irgendwann lässt. Ah, ich hole aber auf Vettel auf. Es sind nur noch 3,6 Sekunden, also 2 Sekunden aufgeholt. Sehr gut. Ja, die müssen jetzt bitte mal an die Box gehen. Ja, das wäre eigentlich ganz nice. 19 Runden noch. Ich will auf jeden Fall die Punkte, also das auf jeden Fall. Also, Voraussetzung, dass ich nicht rausfliege komplett. Oh, hier sind ganz viele Autos vor mir gerade. Muss an diesem scheiß Überrunder vorbei, dann würde ich auch mal an. Oh Gott, hier ist gelbe Flagge. Echt? Rollo ist raus, aber ist nichts Besonderes. Der ist schon in dem Notausgang. Aber jetzt zwei Plätze aufgeholt dadurch. Wenn ich die Spacken hier alle überholen, müsste ich schon wieder an den Punkten sein.
Und wenn ich den jetzt gleich wieder drauf fahre, dann habe ich ein Problem. Gasly, wann lässt du mich vorbei? Ah, endlich. Ich hasse das mit dem Überrunden. So, Gasly habe ich überrundet. Der Strecke ist das sowieso super. Oh, da hat sich... Raikön ist jetzt... Ah, okay, Ricardo war in der Box. Okay, der ist jetzt offensichtlich passiert. Das heißt, sie waren jetzt vorne an der Box. Ja, sehr gut. Raikön ist Platz 7 übrigens. Oh, die sind aber alle richtig nah dran. Also wenn ich jetzt gut fahre, kann ich richtig nah dran kommen und wieder aufhalten, theoretisch. Das aber nur theoretisch. Das hört sich schon sexy an. Ich drück dir alle Daumen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst gerade hier mit den Arschgeigen. Wenn du denkst, dass du es vorbeischaffst, schalte dein ERS auf Überholen. Nee, ich habe einen gelben Frontflügel. Dann machen wir es halt so, Kumpel. Machen wir es halt so. Eis auf dem gelben Frontflügel. Wer braucht schon Frontflügel auf Monaco, ey? Ja, eben. Ja, aber das ist schon nervig. Also es passiert echt oft, dass man irgendwo aneckt. Echt? Ja. Bin noch nicht aufgefallen. For real. For real, man. Ich muss halt hier... Ich fahre gerade echt extrem langsam und vorsichtig, weil ich muss die überholen. Aber halt auch sicher irgendwo. Ich kann jetzt nicht einfach da voll reinpacen. Und auch das for real. Sicher Schmicher, sag ich da immer. Ich hab kein DRS, was? Ich komme ja auch gerade irgendwie in die DRS. Ich bin noch so nah an dem Rand. Das sind 7 Zehntel, Alter. Was? Kein DRS, danke dafür auf jeden Fall. Boah, ich hasse diese. Alter. Leclerc hält halt alle auf, ne? Das ist so ein Rotz. So komme ich halt echt nicht ran. Diesem Spacken. Oh, ich bin Fünfter. Da ist irgendwer an der Box. Vierter. Jawohl, komm, komm, komm. Zieh, 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 Junge. Okay, jetzt ist... Nur noch Platz 3, 2 und 1 vor mir und die sind auch sehr dicht beieinander. Also das ist quasi eine Dreiergruppe. Ricardo, Vettel und Hamilton. Also schon gut hin, ne? Ja. Ja. Hätte ja sein können, dass es irgendwie Alonso oder so ist. Nee, nee. Weil die noch nicht an der Alonso Platz ist ein Platz hinter mir jetzt. Boah, ich muss jetzt an Leclerc vorbei, das gibt's nicht. Dieser Fahrer vor mir. Spast, ey. Voll. Man darf einfach im Tunnel nicht fragen. Ja, warum machst du es denn noch? Was erwartest du davon? So, ich bin an Leclerc vorbei. Jawohl, Punkte. Welcher Platz bist du? 10. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Da musst du aber noch das Singular anwenden. Was? Ein Punkt, nicht Punkte. Achso. Ja, Punkt. Punkte sind auch noch drin. Oh, ich bin Platz 3, Vettel ist an der Box. Komm Jan, gehen komm jetzt Jan. Irgendwie jetzt alle an die Box oder was ist da los? Komm Jan. Noch 15 Runden ungefähr. Ich gebe mein Bestes, kann jetzt endlich wieder ein bisschen schneller fahren, weil diese Arschgeigen jetzt weg sind. Kaum sage ich das, kommt schon ein Fehler. 5,5 Sekunden auf Platz 2 habe ich. Okay, der Abstand ja, das mit dem Aufhalten wird echt schwierig. 8 Sekunden. Und unser so Abstand gut rankommen kann ich dann auch nicht. 3,1 Sekunden. Oh no. Oh, doll verbremst. Oh, zum Glück nur eine Verwarnung bekommen. Eieiei. Da hatte ich gerade kurz Angst, dass ich da jetzt irgendwie eine 5 Sekunden Strafe oder irgendwie sowas bekomme. Das wäre nicht cool. Nee. Weil das war schon hart abgekürzt. Aber das wollte ich echt nicht.
halten diese dummen Leute ja eigentlich die ganze Zeit die Schilder raus? Ich verstehe. Am Startziel. Du bist Startziel. Krass. Ja, nicht mehr. Fahr jetzt den Berg hoch. Ja, so weit nach vorne komme ich nicht, außer du kannst eben 2-3 Runden aufhalten, aber ansonsten nicht. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, nach dem Tunnel diese 2 Links-Rechts-Kurven zu machen? Das ist so unnötig. Richtig kacke. Das ist so unnötig auch. Erstmal abbremsen. Ja, hä, warum? Ich fahre zwar gute Zeiten, müsste gleich eine schnellste Runde kommen, aber naja, wobei doch nicht, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verbremst. Vielleicht minimal. Ja. Der Abstand zum Führenden beträgt 55,4 Sekunden. Okay, ich habe eine Minute zum ersten Platz. Ich glaube nicht, dass ich an Platz 2 und Platz 1 rankomme. Ich habe eine Minute zum ersten Platz, sagte mir gerade. What the fuck? Dann ist der ja gleich hinter mir. Oh Gott. Ja, stimmt. 16 Sekunden nach hinten hast du zu dem Abstand dann, so ungefähr. Ja. Wenn die da vorne nicht aufgehalten werden oder selber einen Unfall bauen, dann... Oder an die Box gehen. Oder an die Box gehen, ja. Waren die schon alle an der Box? Glaube schon. Scheiße. Aber die werden auf jeden Fall gleich aufgehalten. Da war eine Schlange hinter mir und wenn die... Ja, ich weiß, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es zwar nicht, aber ich weiß es von der Zeit her ungefähr. Ich hoffe, dass die da früh genug rankommen. Weil dann kriege ich es auf jeden Fall. Das ist so meine Hoffnung gerade. Und dann abbremsen. Ja. Ich fahre echt keine schlechten Zeiten, wie gesagt, gerade immer so im Bereich lila. Also so knapp. Aber das bringt mir halt nicht viel, weil die echt sau weit weg sind. Ich fahre halt schon zu oft an der Box. Ich gewinne auf jeden Fall mega Abstand zu dieser Schlange hinter mir, die ich ja vorhin überholt hatte. Also wenn die da dran sind, verlieren die wahrscheinlich auch Zeit. Ja, die so kommen da immer dichter. Fährt. Dieser Charles Leclerc. Aber bis jetzt bauen die auch Abstand zu mir aus. Ist ja, naja, logisch. Ja, jetzt im gelben Frontflügel leider so ein paar Runden. Seitdem gewinnen die wieder Abstand. Kurz irgendwie so Zeit aufgeholt. Aber wenn die da in der Schlange sind, dann kommen die glaube ich nicht so schnell dran vorbei. Ich hoffe es doch. Das ist meine Chance. Unsere Chance. Oder so, ja. Oder so, ja. Weck mich. Ja, nein, das ist ja klar. Das ist erstmal meine und dann muss ich daraus quasi, ist das auch das deine Chance, damit ich halt quasi dann daraus deine Chance machen kann, so in Art, weißt du? I know what you mean. 0,05 schlechter als die Bestzeit gerade. Ja, minus 0,43 Runden Benzin. Ich bin richtig im Minus. Naja gut, aber wenn du dann langsam fahren würdest, holst du halt wieder raus. Wir haben halt nur noch 10 Runden in Anführungszeichen. Ja, wird halt knapp, ne? Du musst halt erstmal die jetzt überholen. Das ist halt so das Ding. In der Tat. Aber ich glaube, die sind schon in der Schlange jetzt, ne? Ja, einen haben sie sogar schon überholt. Ah, die müssten gleich da in dieser Schlangenkurve, in diesem... Echt jetzt? Da sind die hinter denen? Kreuse, ja, müssten ja, die eigentlich Mann, gleich da so drin gut. sein. Das wäre so gut. Komm, Jan, halt dich ran. Ja, die sind da gerade richtig drin. Ich hab einen kleinen Fehler gerade gemacht. Hoffentlich überholen die im Tunnel nicht. Hoffentlich überholen die einfach gar nicht die nächsten zwei Runden. Einen haben sie davon schon überholt. Ah, der hatte, glaube ich, ein bisschen Abstand. Ah, verdammt, also die überholen schon ein bisschen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,1 Sekunden. Aber okay, man kann auf jeden Fall sagen, ich bin wieder näher dran. Fahrer vor mir.
Ja, das ist ja jetzt gerade, wie Box mir gesagt hat, nicht gerade sehr motivierend. Wieso? 1,8 Sekunden sind die schneller pro Runde. Krass. Das ist halt eine harte Schwierigkeitsgradstufe. Was fährst du denn für Runden? Okay, du hast einen Frontflügelschaden, aber krass. Eigentlich fahre ich 1,16, also gar nicht so schlecht. Ja, das kann auch gar nicht sein. Weil ich habe die Bestzeit. Die holen die Bestzeit nicht auf. Und fahren trotzdem so viel schneller als du. Die Distanz zum Führenden beträgt 48,3 Sekunden. Okay, 48 Sekunden jetzt nur noch zu Platz 1. Oh, Alter. Ich bin jetzt in der Schlange. Hinter allen. Ja, und die sind auch in der Schlange. Jetzt, ne? Falls du das ja, Problem. Aber... Komm bitte, Jan, bitte, 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 bitte. Ich bete so. Ich auch. Ich schaff's, glaube ich, nicht mal mehr an Magnussen ranzukommen, der ja ewig weit weg von Platz 8 ist. Also da sind solche Lücken. Ich bin Platz 10, komme nicht mehr an Platz 9 ran. Also pro Runde eine Sekunde ist ja, wäre ja wünschenswert, aber das klappt halt nicht. Immer so eine Halle. Aber die sind tatsächlich schon am Ende, beziehungsweise so gesehen der Anfang dieser Schlange und ich bin gerade am Ende. Komm, Jan, bitte. Vor Magnus ist dann nochmal wieder ewig viel. Also da nein, nein, Hartley, du Hurensohn. Er hat's jetzt richtig versaut. Wieso? Er stand einfach quer vor mir. Spaß. Da stehen aber alle, oh mein Gott, das ist gut für mich. Ja, ja, weil der da quer auf der Strecke steht. Das ist mega gut für mich. Meine Kamera ist ausgegangen, ich kann die jetzt nicht anmachen. Die letzten 8 Runden, das ist viel zu anstrengend jetzt. Jetzt fahren die erst wieder weiter. Komm, bleib noch mal ein bisschen stehen. Ja, die bleiben noch ein bisschen stehen. Kann ich jetzt vorbei? Es ist gelbe Flagge. Boah Gott, liegen hier viele Teile. Ach du Heilige. Ich weiß gar nicht, ob da auch Teile von mir liegen. Ja, da liegen auch Teile so von mir. So viel. Ja, auch was von mir. Und Gasly fährt einfach mit 2 km/h über die Strecke gerade. Ja, okay, Ricardo und Hamilton sind aus dieser Schlange schon komplett raus und haben jetzt einen Ultra-Abstand. Also die kriege ich nicht mehr. Ich bin 8. Außer da passiert jetzt wieder irgendwas, nee, aber... Aber du könntest deine die Schlange mal ein bisschen kicken. Vettel geht an die Box. Ich bin 7. Der Frontflügel des Wagens hinter dir ist stark beschädigt. Er muss zur Reparatur an die Box. Verstappen muss auch an die Box, habe ich gerade gehört. Der war 8. 9. meine ich. Ich war der 8. Abstand zum Hintermann beträgt 4,1 Sekunden. Boah, sind ja viele Autos und die lassen einen auch nicht mehr runter. Ja, aber wenn die sich wegrammen würden, das wäre cool. Ja, das ist aber alles Platz 15 und so. Ja, aber da muss doch irgendwo muss ja Platz 5 und 4 sein. Du bist Platz 4, ne? Ich bin Platz 3. Platz 3, ja, wo ist dann 5 und 4? Direkt hinter mir. Ja, die müssen weg. Ja, die kann ich auch nicht wegmachen. Der hat mir schon wieder in der Box was gefunden. Spacken. Oh Jan, du fährst so gut, du wärst auf dem Treppchen. Aber ich fahre halt sogar noch lila Zeiten und wäre nicht so gut dabei. Alter, Van Dorn, du Hund. Das nervt mich, dass ich theoretisch eigentlich bessere Zeiten fahre, aber nicht rankommen. Nein, roter Frontflügel. Geh aber nicht an die Box. Nee, aber dadurch fährst du langsamer. Das ist kacke. Ja, an die vor mir komme ich eh nicht ran, aber ich lasse auch keinen. Ja, das wäre gut. Wenn die überholen wollen, bitte aufhalten. Dankeschön. Ja.
Besten wäre es natürlich, wenn du sie direkt aufhältst, aber das will ich jetzt nicht erwarten. Mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Ich sehe Platz 5. Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Die Frage ist, ist Platz 4 direkt vor Platz 5 oder ist das ein Überrunder? Ist ein Überrunder, okay. Fuck. Platz 5. Ich habe immer noch 3 Überrunder vor mir. Krass, ey, wie lange das dauert. Ja. Hamilton und Ricciardo sind da irgendwie besser durchgekommen, habe ich das Gefühl. Wäre cool, wenn die sich irgendwas abgefahren hätten. Ich meine, ich finde es natürlich auch gut, dass Vettel und Verstappen sich was abgefahren haben. Das finde ich auch gut. Aber es wäre das andere halt noch besser. Fahrer vor mir. Fuck, fuck, fuck. Leute, es tut mir leid, dass die Kamera aus ist. Ich bin gerade so fokussiert, das wäre so witzig, das zu sehen. Aber es geht gerade nicht. Alter, war das gerade wieder knapp. So, ein Überrunder nur noch vor mir. Ich bin Platz 5. Nice. Alonso, komm her, bitte, 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 Alonso, wo bist du? Fahr da vor mir. Fahr da vor mir. Ach du dreckiges Stück. Da ist ein Platz nur zwischen uns. Ja, wenn ich den einholen würde, wäre schon ganz cool. Aber er ist halt links rot und gelb. Und rechts habe ich gelb. Also ich habe ein richtig kaputtes Auto. Alonso ist 16 Sekunden von mir weg. Puh. Das ist ja never möglich. Fahrer vor mir. Sekunden. Ich muss einfach gucken, dass Perez jetzt nicht vorbeizieht. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 29,1 Sekunden. Wir haben 29 Sekunden Abstand. Ich zu dir. Du bist jetzt vorbei an allen, ne? Ja. Ja, dann fahr es einfach sicher jetzt zu Ende. Ja. Musst du nicht übertreiben, nicht schnell fahren, weil sonst fährst du dir noch einen Reifen ab. Das wäre jetzt echt lächerlich. Weil Monaco haben wir jetzt 35 Runden überstanden. Das kenne ich aus Aserbaidschan. Eben, das wäre gar nicht gut. In letzter Zeit haben mir wirklich irgendwie so die Punkte gefehlt. Zum Glück kommt gleich Kanada. Ja. Freue mich schon drauf. Da muss es eigentlich auch wieder für uns Punkte geben. Ja, wir fahren diese Saison deutlich besser, auf jeden Fall. Ich nicht. Naja, also guck mal bitte. Ich bin raus. Ja, also ich fahre besser, aber ich bekomme trotzdem weniger Punkte, weil ich halt doof rausfliege. Also in Spanien, okay, das war richtig scheiße. Aber Aserbaidschan war richtig dumm einfach nur. Ja, aber damit da habe ich auch mit keinem Punkten gerechnet. Und hier heute. Ich habe auch nicht gerechnet, aber ich. Aber. In Spanien hatte ich natürlich damit gerechnet. Und wenn wir jetzt so gut durchkommen, das wäre echt super. Ja, du bist ja sowieso in der Saison ganz gut, aber ich bin echt von der Punkteleistung bis jetzt noch hinter den Erwartungen. Also was Besseres als Platz 5 kann ich nicht rausfahren, aber ich will den halt jetzt zu Ende fahren. Deswegen gebe ich gerade mega Gas, weil Perez ja immer noch hinter mir ist, was ich gerade nicht so angenehm finde. Ich habe zwar ein bisschen Abstand schon rausgefahren, aber ich möchte damit auch gerne weitermachen. Alonso hat jetzt 17 Sekunden, weil ich gerade einen Fahrfehler hatte. Also den kriege ich auf jeden Fall nicht mehr. Aber Perez ist immer so, wenn ich aus der Kurve rausfähre, fährt er rein quasi. Das ist schon echt nah dran. Oh, shit. Bin ich mit meinem, ja, ich bin mit meinem Hinterreifen an der Kante von der Kurve hängen geblieben. Das ist eklig. Ekelhaft. Eselig ist das. Hm. Könnte man auch sagen. Alte. Oh, mich hat ein Überrunder zurück überrundet. Das ist ja natürlich. Das ist gut, ja. Ja, ich versuche mein Auto gerade nicht kaputt zu machen. Ja, das stimmt. Mit so einem Auto. 3,
Kannst du bitte Alonso wegrammen? Der ist auch in eurer Schlange. Ja, ich weiß. Wenn der jetzt einen Crash hat oder irgendwie wieder alle stehen bleiben, dann kann ich ihn noch einholen. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Was mache ich hier gerade? Bleib einfach mal stehen auf der Strecke. Ich bin gerade im Tunnel, ich kann gerade nicht stehen bleiben. Ja, aber nach dem Tunnel, hier nach links. Oh, da ist mir wieder drauf gefahren. Ja, sehr gut. Ey, halt die auf, komm, zwei Runden noch. Etwa drei Runden kommen wir bitte. Das wäre krass, wenn ich jetzt. Da ist irgendwo gelb. Wenn ich dank dir noch. Oh, das ist, glaube ich, ist es Raikön? Das wäre so krass. War das nicht ein Ferrari? Ja, aber es ist kein Ferrari mehr vorne, das ist Ricardo, der vorne ist. Echt, ich dachte vorne ist. Wir haben dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Hältst du die gerade auf oder nicht? Ja, schon ein bisschen. Also nicht. Doch! In dieser Schneckenkurve bitte da. Ja. Ultra bitte. Das wäre die einzige Möglichkeit, was ich noch eine Chance hätte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Alonso jetzt schon direkt hinter mir ist. Wenn ich jetzt nicht komplett rausfliege, das war so knapp. Doch, Alonso ist genau der Fahrer, der jetzt gerade hinter mir ist. Ja, bitte lass ihn in dich reinfahren, das wäre so crazy. Wenn du so hart bremst, dass er in dich reinfährt. Ich hatte gerade so Angst, dass ich meinen Reifen abfahre, das war so verrückt. Ich bin gerade in der Steckenkurve, aber er fährt nicht in mich rein. Oh, gelbe Flagge. Aber, ja, das sind wir. Hi. Hi. Oh Gott, wir fahren noch eine, ne? Danach kommt noch eine, ja. Ich bin nämlich zwar dran an euch, aber noch nicht zu nah. Boah, das wäre so krass, wenn du das für mich machst. Oh, ich glaube, Alonso ist kaputt gegangen. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ich sehe euch, ich bin jetzt voll an euch dran. Ich will nur Alonso, dich lasse ich auch vorne. Das ist aber nett. Ja, wahrscheinlich überhole ich dich noch, weil du keinen Frontflügel hast. Nee, das wäre aber nicht fair, ja, dafür, dass ich so viel nicht gemacht habe. Da ist Van Dorn. Den will ich aber nicht. Alonso ist immer noch direkt hinter dir, er fährt nicht an die Box. Ich bin jetzt direkt an euch dran, aber directly. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Letzte Runde, ich bin hinter Eriksen, also ein Auto hinter Alonso. Eriksen habe ich überholt, jetzt bin ich direkt hinter Alonso, direkt hinter dir. Achtung, ich fahr langsam, ja. Ja, ja. Alles gut. Oh, ich da. Oh! Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nicht gut. Doch, doch, doch. Oh Gott. Ja, das ist keine Gefahr, Alonso, das ist keine Gefahr. Ich habe ihn gerammt. Gott, ich bin im Sandwich, links und rechts einer neben mir. Ich bin direkt hinter dir, ich habe Alonso überholt, hi. Danke für alles. Ja, aber fahr jetzt bitte langsam. Ich nicht kaputt. Nee, nein, als ob ich so assi jetzt. Du darfst langsam fahren, damit ich jetzt einen Abstand habe, weil mein Auto ist gerade komplett nochmal kaputt gegangen, dadurch, dass mich Alonso gedreht hat. Ich weiß, das war richtig häslich. Aber danke auf jeden Fall. Wir jetzt einfach nur noch über die Ziellinie fahren. Ja, ja. Bitte fahr langsam, beendet. Ja, ich fahr auch langsam. Hör auf, dich jetzt hier reinzustressen. Ich fahr auch mega langsam, also da kommt jetzt keiner mehr ran. Außer ich fahr jetzt natürlich gegen die Wand, das wäre natürlich unpraktisch. Ja, wir haben's noch geschafft. Oioioi. Du hast mir doch noch helfen können. Auch wenn nicht für Platz 1. Wir haben es trotzdem für Renault-Verhältnisse gut gefahren. Oh Gott. Boah. Dritter und vierter, krass. Alter. Nicht schlecht. Mein Glückwunsch auch, erstes Mal Monaco bestanden, sauber. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Hamilton. Nach hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Geil. Anstrengend. Mal wieder auf dem Podium, nachdem ich zwei Rennen, glaube ich, hatte mit gar keinen Punkten. Glückwunsch. Danke sehr. Boah, krass, jetzt schwitze ich auch hart. Bin auch zufrieden. Das war ein verrücktes Rennen. 40 Runden, ey, was? Ich möchte jetzt mal gucken. Stops, die hatten zwei Stops, aber wann hatten die die? Junge, das ich hatte vier. Wann hatte Ricardo und Hamilton, wann hatten die beide zwei Stops?
Aber man muss schon echt sagen, also wir haben uns dieses Mal wirklich sehr gut geholfen. Jan vom 20. Platz gestartet. Ich habe am Anfang alle aufgehalten, dass er vorbeikommt. Dann hat er auch oft aufgehalten, damit ich jetzt rankomme. Fahrerrangliste bin ich sogar abgerutscht. Obwohl ich Dritter geworden bin. Ich bin jetzt nur auf Platz 7. Oh, ich bin jetzt immer noch sicher auf Platz 1. Was ist das? 105 Punkte schon. Gümmelkotze. Aber Renault auf Konstrukteur jetzt ziemlich gut dabei, weil du auch Punkte geholt hast. Aber wenn ich irgendwie, wenn wir erst und zweiter werden im nächsten Rennen in Kanada, das. Oh, das wird aber schon schwierig. Finde ich echt geil, wenn wir da viele Punkte holen. Dann kann ich hier. Bottas und Raikön sind übrigens raus. Länge auf. Also die waren der Bottas. Raikön auch mit 3, Stop. Vettel auch mit 4 wie ich. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Wochenende im Rennen Kanada wieder. Also, Leute, haut rein. Ciao, ciao.